in dem Moment fährt er das Rohr auch wieder ein, wenn er leer ist. Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BG-Challenge-Projekt mit Paul, der uns hier ein bisschen Rohrtechnik erklärt, Iggy, der mit seinem Rohr rumspielt und Uwe. Hallo. Hi. Wie das du erzählt hast, wann es losgeht. Es geht, also die letzten, keine Ahnung, 5 Sekunden waren mit drauf. Ah. Interne Besprechung bei Team Werner. Was? Schlichtungsgespräch. Warum? Weil sie 2 aussortiert haben. Ich denk grad, was macht er so komisch hinter mir? Da ist ein Düngerboy unterwegs. Ein Düngerboy. Ich lasse so ein paar Körnchen fallen. Du hast jetzt die 52, die 51 und machst jetzt die Wiesen, oder? Jo. Okay, dann müssten wir tatsächlich alles gedüngt ab. Da posten wir ganz schön nach. Ja, mach mal die Wiese, wo ich gerade mähe, nicht. Die wollen wir umbrechen, oder wie? Ja, könnte man drüber nachdenken. Wäre auf jeden Fall eine Idee, ja. Was ist LS? LS ist? Reflexe. Ja. Finger liegt auf Taste. Du musst es einmal komplett einfahren und wieder ausfahren, dann geht's. Sie halten das für eine wahre Geschichte? Nun, sie ist frei erfunden. Ihr Jonathan Freaks. Hey! Aha. Siehst du, der war jetzt komplett aus- und eingefahren. Bringt auch nichts. Das Team ist manchmal doof. Du kannst es ja jetzt im Hochfahren nochmal reinfahren. Man, und genau, ich spiele weiter mit meinem Rohr rum. Kurz drin lassen und wieder rausholen. Oh, diese Zweideutigkeiten, ich liebe sie. Und diese Bilder im Kopf. Das war auch gar nicht so gut. Gegen deine Bilder kann ich nichts. Es tut mir so leid für meine Mitspieler. Für deine Mitspieler, aha. Für deine Zuschauer. Oh, fertig gedüngt. Naja. Kannst du ja mit abfahren kommen, bitte. Jupp. Ich habe hier nämlich gerade 2 fast volle Anhänger, ist ein bisschen blöd so langsam. Da kommt ein Traktor nicht mehr aus dem Wasser, hä? Einfach mal war das, glaube ich. Boah, ich gehe das mal wieder knapp, hä? Ja. So, ich komme mal zu euch, hol mir einen Anhänger. Also. Stehen bei euch Anhänger rum oder soll ich welche mitbringen? Ja, da steht fast einer Anhänger. Ah, Slay. Brauchen nur einen Menschen mit einem Traktor. Ist doch nicht nah genug. Anhänger dick. Ja, was. Iggy muss immer leer sein, wenn er unten ist. Was wir übrigens eben aufgrund eurer Rohrerzählung vergessen haben zu erwähnen am Beginn der Folge: Wir haben 1.000 Euro weniger auf dem Konto, weil Uwe nämlich Pflegereifen gekauft hat. Ja. Und sein MF. Und irgendwie war nämlich die Pause zwischen den Aufnahmen ein bisschen länger. Sehr lang.
Und wir wollten nicht so lange rumstehen. Uwe. Ja, ich komme. Wieso fährst du jetzt weg? Voll machen. Nicht so halb volle Anhänger da wegfahren. Hallo? Was, bitte. Diese verzweifelten Schreie. Uwe! Uwe, du bist voll. Jetzt fährst du wieder im Kreis, ne? Nö. Machen wir die andere Ecke weg, die Power nicht leiden kann. Ach, du kannst einfach weiterfahren. Kubota betanken. Bin gespannt, wie lange meine Kopfhörer noch halten. Ich wollte das eben eigentlich nachgeguckt haben. Also, wenn Daki nicht mehr antwortet, dann wissen wir, was los ist. Ajo. Du hattest ja eigentlich eine lange Pause, ne? Ja. Wurde schwierig, ne? Du hast da was stehen gelassen. Absicht. Ganz schön frech. Es geht. Mach so toll, Iggy. Nur um Paul glücklich zu haben. Das ist schön. Sollen wir gerade abladen? Fährst du links wieder hoch oder was hast du vor? Ah, jetzt hier runter. Okay. Ich hab die Presse nicht getroffen. Heute ist besonders nett. Ach, komm. So. Ach, schöne Mikrowurkler überall. 859 Ballen. Ich sehe da immer noch keine 1000, Paul. Ja, die kriegen wir schon noch drauf, keine Sorge. Wenn Dark jetzt die zwei Dinger hier nochmal frisst, dann sind dann locker 900 drauf. Bin schon dabei. Ich wäre mir aber unsicher mit den 1000, ob wir das schaffen. Challenge accept. Die Challenge in der Challenge. Es gibt noch ein paar Missionen, ne? Noch. Alter. Was machst du da, Paul? Ach, der scheiß Ping macht wieder was er will. Wrestling Fans auch? Aber nicht im roten Bereich. Du, da hinten heißt es, die Klappe ist auf meine Vollbremsung. Ich hab doch nichts gesagt. Irgendjemand hat schon wieder gehupt. Ja, das war ich gerade versucht, weil ich O und drücken wollte. Das hättest du wieder auf der Seite gelegen. Oder du. Hey. Jemand abfahren, das ist ja einer da jetzt. Hallo, nicht mal halb. Ding voll, ey, 74%. Echt mal. Das bringt ja nichts, alles auf Krampf rauszuzögern. Ist jetzt eh nicht mehr viel. Seid ihr bald fertig? Das wird knapp in dieser Folge, sei denn, wir kriegen 5 Minuten extra. Wie du stöhnst wohl nicht. Die Frage wird immer sehr gut behandelt.
Also ich werde nicht nach einer Verlängerung fragen. Ich sehe mich gleich schon wieder weggeschoben hier. Wieso? Ein Sweetserwurst ist bei uns durch den Hof gefahren. Na sowas aber auch. Ach, die machen da oben diverse Missionen, da haben die so wenig zu tun. Uiuiui. Könnten einem ja fast leid tun. Ja. Aber nur fast. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ja, ich sehe es. Ja. Das, was ich hier reingefüllt kriege, ist nicht das, was ich bestellt habe. Tut mir leid, ich habe keine Pastina. Bitte. Ich dachte, ich kriege eine Rose. Liegt der Bachelor oder was? Kannst ein Foto kriegen. Dreht ihr ja freiwillig wieder um und dann stehe ich hier wieder und muss alleine mich abtanken. Die Anhänger abgekuppelt, weggefahren und das Ganze schreiend. Genau so. Sag mal, ist Team Dennis wieder am Holz machen oder warum ruckelt das hier so ekelhaft? Das tut gar nichts. Gerade zwei, der ruckelt nichts. Also zumindest ist jetzt nicht bei mir. Es ruckelt doch nichts. Okay. Aber ja, kann sein, dass sie ihre Weiden fällen. Oder ihre Eichen, die alle ineinander drin hängen. Da haben sie nicht mehr so viele von. Ich wollte gerade sagen, hatten die letzte Woche das alles weg? Nee, alles weg. Nee. Davon abgesehen, dass keiner am Hof ist von denen, aber ja. Erstmal sind sie schuld. Eine Silage-Mission und 100 Heu-Missionen. Hm. Ich hab keinen Ton mehr. Paul wieder da? Störsender. Ja. Der Störsender ist da. Keine Sorge, ich mach den Ton. Willst du singen oder was? Ja, guck, Rata, Rata. Ah, ich hör's. Schnell in die Inneneinsicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Nicht? Nö. Nachdem Paul da ist, kann ich ja wegfahren. Jo. Nur halb vollen Anhänger. Was Paul kann, kann ich auch. So. 96% würde ich jetzt nicht als halb voll betiteln. Naja. Ja, viertel voll. Es geht ja nur darum, dass der Ruder weiterläuft. Wie voll die Anhänger sind, ist ja zweitrangig. Solange der Ruder durchgehend fährt, ist alles in Ordnung. Jetzt bin ich die roten MS-Zahlen. Es ist ja gleich vorbei. Das macht es nicht besser. Ich bin jetzt schon wieder ins Wasser. Kubota. Haben sie sich einen Kubota Traktor gekauft? Aber das war doch jetzt nicht der Sidekick. War ich meine? Da stand aber nicht Sidekick, da stand irgendwas mit RXH oder RX4 oder sowas. Ach, die haben jetzt zwei Kubotas. Und irgendwie ist da einer oben an der bekannten Brücke von der Brücke runtergefallen. Haben sie nicht wirklich noch einen zweiten geholt?
Also unten auf dem Feld, wo sie unterwegs sind, steht einer und oben steht einer im Fluss. Also von daher, guck, RTVX wurde zurückgesetzt. Wir müssen nochmal ein Sponsoring-Paket zusammenstellen. Nee. Ich würde mal interessieren, was der Kubota Stunden hat. Ach doch einfach. Ja. Jetzt nicht. Was hat der Baltra? 30,4. Okay. Der läuft schon ein paar Tage. Ja. Der McCormick hat aber auch schon 11. Mhm. Der ist 9. 11,9. Der MF ist, glaube ich, der jüngste, oder? Yep. Ja. Die Albut Dunggabel hat schon 34,4. Gesundheit. Welche von den dreien? Ja, die erste, die wir gekauft haben. Erste, genau. Das ist wahrscheinlich die ich dabei habe. Irgendeine hat viele Stunden gestapelt. Ja, der kleine Deutz hat 26,5 Stunden. Ach, der Arme. Nee, der war vernünftig. Der muss jetzt aber auch zum Schluss hin nicht mehr viel arbeiten. Der hat am Anfang viel machen müssen, aber dann... Ah, ich höre euch gerade nicht mehr. Das ist ja jetzt schön. Wir können lästern, Jungs. Guck mal, ob ich hier irgendeinen Kabel fülle. Er kann es dann nachhören. Ist ja egal. Nee, finde ich nicht. Hast du ein Ladekabel gefunden, wa? Naja, keins gefunden. Nee. Ist das toll. Ah, es laggt schon wieder. Aha. Du müsstest es da locker reinkriegen, ne? Dann kann ich hier meinen Anhänger wegstellen. Du kannst mal anfangen, hier zu pflügen und sowas alles wieder. Ja. Aber eigentlich wollte pflügen? Ich was anderes tun. Willst du mir eigentlich pflügen? Ja, die Zuckerrübe auf jeden Fall. Zuckerrüben müssen wir auf jeden Fall pflügen. Das Grasfeld könnte man auch so. Ich würde tatsächlich eher anfangen, mal das Grasfeld leer zu räumen von Ballen. Ja, ich schnapp mir sofort die Pflücke und fange hier an zu pflügen. Einer könnte auch mal noch die Steine ins Lager werfen, die hier in dem Außenlager liegen. Ich will Uwe schreien. Mhm. Das sind bloß zwei Schaufeln voll oder so. Das ist riesig. Sollte schnell gehen. Yay. Das haben wir jetzt erstmal kurz reparieren. Hier ist alles so dermaßen kaputt. So, jetzt höre ich euch wieder. Hallo. Oh. Hallo. Hallo. Wer gibt denn da so viel Geld aus? Hi. Paul. Ich muss auch noch tanken. Alter. Der Waldra war voll am Arsch. Der Deutz ist auch nicht. Deutz ist auch schon die Hälfte. Oh. Was machst du da? Wieso hältst du hier mit drin an? Die Eichen sind ausgewachsen. Oh. Seid ihr fertig mit Ernten jetzt, ne? Oh mein Gott, komplettes Team Dennis fährt hier mit dem Kubota über die Map. Alter! Alle in einem, oder was? Alle in einem. Es ist, man sieht nur einen Namen Kauderwalsch.
denn? Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao.